Baba. So, wir müssen jetzt hier das Camp räumen und die Polizei hat uns gesagt, wir dürfen hier noch, ich darf noch schnell die Gelegenheit nutzen, ein kleines Video zu machen. Ich huste gerade, ja. Ja, hier ist das Freidenkertreffen, 8513 mäßig in Uetisheim. Und ich hatte eben, weil ich die Gelegenheit hatte, einfach die terranischen Nummernschilder nochmal drauf gemacht. Und kam gerade dann auch schon genau die Situation, die Polizei konnte mir das jetzt gerade quasi, hat mir die Möglichkeit gegeben, genau das, was ich eben im Facebook-Status schon geschrieben habe, setze ich hier drunter, nochmal zu erklären, nämlich, dass ich über dieses Nummernschild wesentlich einfacher und leichter auszumachen bin, als über jedwedes Nummernschild irgendeines von der UNESCO anerkannten Staates. Ja. Weil da brauche ich immer, muss ich bei der Polizei anrufen und dann brauche ich erstmal Gründe, bis sie mir eine Nummer rausgeben. Hier, ne? Wenn ich ohne Unfall jemanden identifizieren muss, habe ich kein Recht, die Nummer rauszubekommen. Also die Identität ist halt das übers Kennzeichen. Ja, und hierüber geht das halt eben einfach per Google. Ne? Gibt man einfach das bei Google ein und dann findet man mich. So simpel ist das. Und das eben, deswegen ist das so eine geile Variante für Leute, die gerade alle ihren Wohnsitz verlieren, weil sie ihre Mieten nicht mehr zahlen können oder wollen oder wie auch immer. Und halt eben die Option besteht, ohne festen Wohnsitz über Terranier halt eben auch ein Auto anzumelden. Wer das anerkennt, ist mir eigentlich völlig scheißegal. Ich habe damit die Sicherheit gewahrt und die Auflagen. Letztendlich bis zum logisch nachvollziehbaren Sinn erhalten. Ich fahre nicht einfach mit einem Auto ohne Identifikation rum, sondern tatsächlich sogar noch mit einer, die leichter zugänglich ist als herkömmlich. Ja, und deswegen finde ich das eigentlich sehr sinnig, muss ich sagen. Dann haben wir mir aber gesagt, weil der Wagen noch angemeldet ist, weil die Berliner Kennzeichen ist das, muss ich hier auch mit den Berliner Kennzeichen fahren, hier. Also hat er mir quasi gerade bestätigt, dass wenn ich den Wagen jetzt abmelde, mit den terranischen Nummernschildern eigentlich das erfülle, was nötig ist, um identifizierbar zu sein. Was natürlich im deutschen Staat nicht schmeckt, ist, dass er halt keine Steuern von mir bekommt, aber kann ihm eh scheißegal sein, wenn ich sowieso mein Auto im Ausland anmelde, bekommt das er auch nicht. Bis auf natürlich pro Liter 85 Cent ja, Sprit, den ich zahle und so ein Scheiß alles. Jo. So, hier bauen wieder alle ihre Zelte ab. Wir werden jetzt den Standort wechseln und gucken, dass wir all denen, die noch kommen wollen, irgendwie vermittelt bekommen, wo wir sind. Also, können wir schon hin. Ne? Sind ja wir. Ne? Wir sind ja gut. Wir sind ja alles Profis hier. Gute Nacht.